Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video, zu diesem Hands-on der neuen Nikon D4 Profikamera, die ich hier für 2 Wochen von Nikon Schweiz zum Testen bekommen habe. Um es gleich vorweg zu sagen, diese Kamera ist natürlich ein absolutes Profiteil, welches eigentlich nur in die Hände eines richtigen Fotografie-Profis, eines Fotoprofis gehört. Ich habe mir aber so einen, zum Glück habe ich so einen an der Angel, das ist der Christoph, der wird dann auch den Testbericht schreiben. Der hat auch schon den Testbericht der Nikon D800 auf eifrig.ch publiziert, der kennt sich wirklich aus. Ich möchte euch in diesem Hands-on-Video einfach mal zeigen, was wir denn da so haben, wenn wir diese 1,2 Kilogramm Kamera in die Hand nehmen, wie das so aussieht, wie das so funktioniert. Selbstverständlich, wir werden sie nicht in dem eigentlichen Sinne vergleichen mit meiner D7000, die ich gut kenne. Das wäre unfair. Man vergleicht keine 5000-Euro Kamera mit einer 1000-Euro Kamera, aber trotzdem ein paar kleine Dinge zeige ich euch. Nachher noch, vor allem natürlich die Geschwindigkeit der D4. Dafür ist sie ja berühmt. Das ist ja letztendlich eines der Hauptkriterien, warum man zu dieser Kamera greift. Sie ist wahnsinnig schnell, 11 Bilder pro Sekunde. Und ihr werdet nachher sehen, wir haben das auch ausprobiert und das kriegt sie tatsächlich hin. Aber vielleicht zuerst mal zum Body selber. Was haben wir hier? Natürlich Aluminium-Body, spritzwassergeschützt und so weiter. Wie gesagt, eine Profikamera für Profifotografen, die sich viel draußen bewegen. Der Batteriegriff ist ja sozusagen schon eingebaut bei allen D-Kameras. Das war bei der D3 so, der D2 auch schon, der D3X und D3S und jetzt natürlich der D4 als sozusagen als neues Topmodell von Nikon. Wir haben hier unten dieses kleine Display. Ich werfe das mal an. Kann man natürlich konfigurieren, was genau man hier sehen will. Lässt sich auch noch schnell mit diesen Tasten gewisse Belegungen ändern bzw. aufrufen. Natürlich haben wir hier oben auch das normale Display drauf. Und wie wir das ja schon seit längerem kennen bei Nikon, können wir natürlich auch mit der Infotaste diesen Bildschirm hier oben hier runterspiegeln aufs große Display. Da sieht man es halt nochmal ein bisschen besser. Also man hat eigentlich mannigfaltige Möglichkeiten, hier sich Informationen über die Kamera und über die momentanen Einstellungen aufzurufen. Ja, wie gesagt, der Batteriegriff ist da. Das heißt, man kann natürlich auch Hochformat fotografieren. Ihr seht, da habe ich hier diesen Auslöseknopf, der sehr gut erreichbar ist, inklusive das Rändelrad, wo ich hier gewisse Einstellungen wieder vornehmen kann. Das ist klar. Also bei der D7000 oder bei anderen Kameras müsste ich ja noch einen Batteriegriff dazu kaufen. Der gehört hier quasi dazu, beziehungsweise der ist einfach schon fix eingebaut. Der Akku auf dieser Seite ist natürlich auch ein neuer Akku, ein ganz heißes Teil, ihr seht das hier, ziemlich groß, ziemlich robust. Das Ladegerät selber ist auch riesig, passt zur Kamera, kann 2 dieser Akkus gleichzeitig aufladen. Das ist natürlich praktisch, wenn man unterwegs ist und wirklich viel Power braucht, aber die Kamera hält auch sonst eigentlich recht lange durch. Ich habe hier von Nikon zum Testen dieses N-Objektiv 24-70 2,8 bekommen. Das ist natürlich auch ein hervorragendes Objektiv, weil ihr wisst vielleicht, die Nikon D4 ist natürlich eine Vollformatkamera. Das heißt, wenn ich da mit meinen DX-Objektiven komme, kann ich die zwar anhängen, aber letztendlich bringt es mir nichts. Macht ja keinen Sinn, eine Vollformatkamera mit nur DX-Objektiven einzusetzen. Also muss man da auch entsprechend die richtigen Objektive dazu haben. Was dann halt schnell mal, zum Beispiel diese Kombi hier, die würde im Laden, wenn ich die kaufen müsste, würde die ungefähr 8.500 Schweizer Franken kosten. 5.000 Euro die Kamera und dann ungefähr noch 2.000 plus minus das Objektiv. Also ihr seht, das ist eine ganz teure Geschichte, aber wie gesagt, ist ja auch für Profis und nicht solche Anfänger wie für mich. Hier ist, den Batterieakku haben wir gesehen, hier ist der Speicherkartenslot schön geschützt. Ihr seht, da kann man nicht aus Versehen dran, da muss man zuerst diese Klappe aufmachen, dann springt das auf. Spannend, beziehungsweise was ganz neu ist, wir haben auf der einen Seite hier einen CF-Card-Slot, das ist nichts Besonderes, das haben inzwischen einige Kameras ja. Und wir haben einen ganz neuen, ich nehme das mal raus, sieht im ersten Moment aus wie eine SD-Card, ist aber eine XQD-Karte. Ist etwas ganz Neues. Ihr seht das hier, sind ganz neue Anschlüsse. 3 kleine Anschlüsse hier. Von der Größe her ungefähr etwas größer als eine SD-Karte, aber viel, viel schneller, technisch viel, viel ausgereifter. Kann man viel schneller drauf schreiben. Ist im Moment aber noch so, dass zum Beispiel diese Sony 16 GB Karte beinahe 200 Euro kostet. Also noch eine sehr teure Angelegenheit. Wird sich aber dann wahrscheinlich in Zukunft ändern. Diese XQD Karten werden im Moment glücklicherweise, wer die Nikon D4 kauft, kriegt gleich so eine 16 GB Karte dazu, inklusive passendes Lesegerät, inklusive passendes Lesegerät, welches man dann via USB an seinen Computer stöpseln kann.
Die Karte macht schon Sinn. Ihr werdet das nachher dann sehen, wenn wir mal ein bisschen, wenn wir da mal ein bisschen knallen und die Kamera mal ein bisschen Highspeed schießen lassen, dann werden wir sehen, dass es eben Sinn macht, solche schnellen Karten einzusetzen, weil die Kamera da einfach viel schneller drauf schreiben kann. Ja, hier oben das Line-Up kennen die Profis, die ähnliche Kameras D700, D800 oder eben wie gesagt schon eine D3 oder eine D2 haben. Wir haben hier gewisse Funktionen, die wir direkt aufrufen können, die Bracketing-Taste, die man aber auch anders belegen kann. Und hier unten dann dieses Rändelrad, welches wir eben einstellen können, zum Beispiel Single Mode oder dann Continuous Low, Continuous High. Wir haben hier einen Quiet Mode drin. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was ein Quiet Mode bei einer Profikamera zu suchen hat und so wahnsinnig quiet ist er auch nicht. Aber letztendlich offenbar war der Druck zu groß. Nikon hat das eingebaut. Wir können hier die Selbstauslösung aktivieren und dann noch das MUB. So, also ihr seht, da kann man einige direkt Tasten gleich aufrufen. Ansonsten haben wir natürlich hier hinten eigentlich, ja, normal zu nennen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben eigentlich ein Standard oder ein Nikon-Menü, das einem schon bekannt vorkommt, welches halt im Unterschied hier zu meiner D7000 halt noch ein bisschen mehr Features bietet, ein bisschen mehr Einstellungen. Da kann man sich wunderbar verlieren drin. Sehr praktisch ist halt auch, dass man sich gewisse, dass man sich da gewisse Einstellungen speichern kann und die dann halt mit den Individualkonfigurationen gleich abrufen kann. Das kann man dann hinterlegen und kann sagen, okay, jetzt möchte ich bitte gerne Individualkonfiguration 1, das kann man auch auf eine Taste legen hier, zum Beispiel auf eine dieser neuen Joystick-Tasten, mit denen man da hin und her fahren kann. Und dann kann man sich das gleich aufrufen, ohne dass man sich in den Menüs drin verlieren muss. Ja, das war diese Seite. Wie gesagt, Batteriegriff. Vorne natürlich das Übliche, eigentlich da hat sich nichts geändert, On-Off-Switch und wenn ich den On-Switch nach rechts mache, die Beleuchtung des Displays. Das habe ich ja bei meiner D7000 auch schon, da bin ich ganz stolz drauf. Ja, hier vorne haben wir noch die Tasten, hier die Entriegelung fürs Objektiv und dann hier natürlich die Autofokus-Taste. Ja, und dann haben wir hier auf der Seite haben wir ganz viele Anschlüsse, das ist eigentlich ganz spannend. Wir haben auf der einen Seite hier einen ganz normalen USB-Anschluss. Das ist anders als zum Beispiel bei der D800, die ich ja vor ein paar Wochen hier hatte. Die hatte einen USB 3-Anschluss. Die D4 hat einen nur in Anführungszeichen normalen USB 2-Anschluss. Kommt aber auch daher, das Gerät hat ja einen 16,2-Megapixel-Sensor im Vollformat. Und die D800 hat ja diesen gigantischen 36-Megapixel-Sensor drin. Das heißt, da sind die Fotos so gigantisch groß. Wer TIFF fotografiert, kommt auf 100 Megabyte, aber auch RAW und JPEG sind schon so 30 bis 50 Megabyte groß. Das ist bei dieser Kamera nicht der Fall. Demzufolge reicht hier völlig ein USB 2-Anschluss. Aber es geht natürlich noch weiter. Hier haben wir einen speziellen Anschluss, glaube ich, für die GPS-Unit. Wir können hier ein Mikrofon anschließen. Wir können nicht nur ein Mikrofon, sondern natürlich auch einen Kopfhöreranschluss, wenn man filmen möchte. Was man natürlich, Full-HD-Film unterstützt das Ding auch. Und dann hier ganz spannend HDMI und Ethernet. Also hier haben wir gleich das Netzwerkkabel, da könnt ihr sie gleich mit eurem Computer verkabeln und entweder fernsteuern oder direkt die Bilder drüber zum Computer schießen, zum Beispiel zu Aperture oder zu Adobe Lightroom oder so. Das ist natürlich auch eine ganz praktische Sache. Gibt natürlich auch ein Wireless LAN-Modul, das man sich da kaufen kann und anstöpseln kann, über das dann die Kamera per Wireless-Verbindung ins Netzwerk bzw. zum Fotoprogramm auf dem PC aufnimmt. Ja, das sind die Anschlüsse. Ist natürlich eine ganze Menge mehr als bei meiner kleinen Consumer-Kamera, das ist ja klar. Da haben wir nur das Nötigste, aber das reicht ja letztendlich auch für die Klientel, welche sich diese kleine Kamera hier kauft. Die kommt mir übrigens erst klein vor, seit ich die D800 bzw. allerspätestens seit ich die D4 hier habe, weil das ist wirklich ein Riesending, schaut euch das mal an. Ich meine, ich habe recht große Hände, also ich meine, mir gewisse Leute sagen Pranken. Und ich kann die ganz gut halten, aber das ist wirklich ein massives Teil. Man kann es wunderbar gut halten, weil es hat hier überall diese aufgerauten Flächen, diese gummierten Flächen. Also man muss nicht Angst haben, selbst einhändig geht das noch. Aber das Gewicht, also mit dem Objektiv sind das beinahe 1,9 Kilo. Und ja, das merkt man dann schon, wenn man das länger mal so einfach stemmen muss. Und ihr seht da hier wieder dieses Display, welches sich dann entsprechend die ganze Zeit verändert, logischerweise. Ich habe jetzt hier die ISOs drin. Und sehe gleich, auf welche Speicherkarte ich schreibe. Natürlich kann man auch, kann man ja eigentlich bei Nikon immer, kann man auch wählen, wo man hinschreiben möchte. Wenn ich schon zwei Karten drin habe, dann kann ich das natürlich tun hier, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne die eine Karte
möchte ich gern geschrieben haben. Das ist da ganz oben, das kennt ihr schon. Hier, primäres Speicherkartenfach. Ich habe im Moment, hallo Kamera, hier habe ich natürlich nur diese XQD-Karte drin, aber wenn ich eine zweite Karte drin hätte, eine Compact Flash, könnte ich zum Beispiel sagen, was denn da passieren soll. Soll das irgendwie als Sicherungskopie, also 1:1, oder schieße ich auf dem einen RAW und auf dem anderen JPEG und so weiter. Das können inzwischen die meisten, oder sagen wir mal die teureren Nikon-Kameras können das alle. So, genug gequasselt. Als krönender Abschluss dieses kurzen Hands-on zeige ich euch jetzt mal die Geschwindigkeit. Und wir machen das so. Zugegebenermaßen, ich sage es nochmal, es ist unfair, man vergleicht keine 1000-Franken-Kamera mit einer 5000- oder 6000-Franken-Kamera. Ich mache es jetzt halt trotzdem. Ich nehme hier meine kleine Nikon D7000, mit der ich übrigens absolut super zufrieden bin und die ja erstmalig in der Consumer-Klasse bei Nikon auch dieses Rändelrad hier hat. Es ist ein bisschen weniger gut geschützt als bei der D4, aber man kann letztendlich das Gleiche tun, nämlich kann man hier Continuous High einschalten. Das heißt, ich will jetzt mal auf High Speed, beziehungsweise so schnell wie möglich Serienbild. Ich suche mir da was aus und drücke dann einfach mal ab, okay? Und wir gucken, wir hören uns das einfach mal an, wie das so tönt. Okay, ist für so eine, ich sag mal, kleine und relativ günstige Kamera eigentlich ganz ordentlich. Die kommt so auf 5 Bilder pro Sekunde. Das hält sie aber nicht allzu lange durch. Nach 7-8 Sekunden ist dann Schluss, weil dann fängt dann der Buffer an, beziehungsweise ist der Buffer voll und dann schreibt sie dann auf die Speicherkarte. Und auch wenn man da ganz schnelle Modelle drin hat, wird sie dann ein bisschen langsamer. Das ist letztendlich ein Problem, das viele Kameras haben, die eigentlich im ersten Moment schnell drauf losfeuern, aber dann ein bisschen langsamer werden. Ja. Und jetzt, meine lieben Damen und Herren, jetzt kommen wir zur Nikon D4. Bei der sieht es ein bisschen anders aus. Ich wähle hier wieder, ihr seht das da, auch wieder Continuous High. Ohne groß zu fokussieren. Übrigens, der Fokus ist so wahnsinnig schnell. Man merkt quasi, also ich habe noch gar nicht gecheckt. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch gar nicht gedrückt. Da hat er schon fokussiert. Auch mein Kollege, der die Kamera jetzt 4 Tage lang im Einsatz hatte draußen, hat gesagt, es sei unwahrscheinlich, wie schnell die Auto fokussiert. Aber darum soll es im Moment nicht gehen, sondern ich fokussiere und jetzt drücke ich mal ab und jetzt hört euch das mal bitte an. Okay. Ich habe das jetzt nur ein paar Sekunden gemacht, jetzt fängt er da unten an zu schreiben, seht ihr? Tack, 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 jetzt füllt er da die Bilder ab. Wir haben das getestet, 11 Bilder pro Sekunde schafft sie 13 Sekunden lang. Das heißt, ihr feuert mal so eben 140 Bilder in den Buffer, bevor der auf die Speicherkarte runterschreibt. Also da könnt ihr natürlich Wahnsinnsserien, da kann der Formel-1-Wagen kommen und ihr seid, könnt ziemlich sicher sein, dass ihr den noch kriegt. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, wie schnell das Ding ist. Und genau letztendlich dafür ist sie auch gemacht. Die D4 steht absolut für Geschwindigkeit. Neben allen anderen Features, die sie drumherum ja hat, Vollformat, wahnsinnig robustes Gehäuse, X-Features, Full-HD-Video, kann man alles machen. Aber letztendlich, wer diese Kamera einsetzt, der setzt sie vor allem wegen dem Speed ein. Und ich mache das nochmal, weil ich das so cool finde. Hört ihr? Die hört und hört nicht auf. Und jetzt schreibt sie da einfach klicke die Klacke. Mal so schnell 20, 30 Bilder auf die Speicherkarte. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und das ist letztendlich auch das, wofür sie steht. Ja, alle weiteren Infos und einen ausführlichen Testbericht gibt es in nächster Zeit auf eifrig.ch. Da beschreibt sie dann der Christoph, der so ein Ding auch richtig einzusetzen weiß, der selber mit einer D3 fotografiert und der diese beiden Kameras dann vergleichen wird. Und wie gesagt, das andere neue Modell von Nokia haben wir ja schon vorgestellt. Das ist die D800. Findet ihr einerseits ein YouTube-Video dazu und andererseits natürlich auch den Testbericht auf eifrig.ch. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!